Ja, liebe Leute, wieder mal zurück mit dem Sam. Sam von Game of Thrones. Ja, ist ja lustig. CSGO wieder mal. Wir haben da schon wieder Beweismaterial zum Schauen über Overwatch. Einen Fall zum Prüfen. Das ist, glaube ich, der dritte jetzt in dieser Woche. Das mal mit meiner Frau zusammen, lustigerweise. Schaut sie mal mit. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ja, ich glaube, wir legen einfach gerade mal los, oder? Sie hat das auch noch nie gesehen, sie sieht das jetzt zum ersten Mal. Für sie also auch etwas Neues. Gell? Es ist amtssicherlich ein bisschen. Oh, ich muss jetzt noch nicht den Fuß bekommen, das war locker, ey. Sie geht auch CSGO. Jetzt schämt sie sich gerade noch mehr. Shit. Also, schau jetzt. Beweismaterial prüfen, damit sie es auch sieht. Ihr kennt es ja schon, falls ihr meine vorherigen Videos gesehen habt. Sonst könnt ihr drauf gehen. Und jetzt schauen wir uns mal den Typ an, der angeblich gecheatet hat. Oder gestört hat im Game. Das gibt es auch. Das können wir natürlich auch bewerten. Oder verurteilen. Nein, beurteilen. Verurteilen tun wir nicht. Also, wie ihr seht, der Suspect, das haben wir ja schon mal gehabt, ist, wie sagen wir, der, der angeblich gecheatet hat. Im Kreis, ja, super. Aha, okay. Ja, ich glaube, ich kann mir schon denken, was das Problem könnte sein, weil er das gemeldet worden ist. Eben, er stört das Game, er macht nicht richtig mit. Das kann man mittlerweile auch melden, weil das ja nicht Bestandteil vom Game ist. Bestandteil vom Game ist ja gegeneinander kämpfen. Und zwar miteinander am besten. Kein Aim, kein nichts, also ich sehe da auch nichts von wegen. Schlimme Cheats, eben höchstens, look, ja, eben das ist es, er spielt ein bisschen umeinander mit seinem Kollegen da. Das ist sicher ein Kollege von ihm. Ja. Damit du da weißt, der Name da unten, das ist nie der richtige, sie tun das verdecken, ja. Ja, eben, look, es tut einfach ein bisschen dumm. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch schon gemacht, also. Wenn man das jetzt gerade muss verurteilen. Das ist die zweite Runde, wenn er jetzt wirklich jede Runde dumm tut, dann kann man mal schon sagen, ja gut, ey Kollege. Nicht der Sinn von der Sache, aber weißt du, warum? Finde ich jetzt noch easy. Stört mich jetzt nicht. Ah, vielleicht. Nein, nein. Nicht, kein Cheats. Das gefällt mir. Er cheatet halt. Das ist einfach ein bisschen blöd. Vielleicht ist er ein Anfänger. Vielleicht hat er gekifft, vielleicht hat er gesoffen und ist jetzt ein bisschen im Suff. Ein Bolt, den Boden am Anschauen. Was macht er? Ja, meine Frau schüttelt einfach den Kopf. Red etwas, sag etwas. Ja, was haltest du davon? Cheatet er? Wie sieht es für dich aus? Oder? Nach Cheat sieht das nicht aus. Er behindert einfach das Spiel. Also Spielfluss. Aha, wirklich nicht. Hat er echt etwas gehört. Wie ein Verrückter. Ja, ich glaube, der ist wirklich gekippt oder so. Ui, außer sie haben ihn jetzt gemolden, wegen dem, aber das wäre ja crazy. Also, genau der. Schau, es tut auch noch dumm. Ja, er ist genau. Ja. Das melden wir jetzt. Oder? Was denkst du? Jetzt ist ein bisschen zu viel am dumm tun, oder? Weißt du, einmal, zweimal ein bisschen, schau, jetzt macht er sogar schon der ist garantiert bekifft. Oder auch gesoffen. Was denkst du? Was denken dir? Schreibt doch. In den Comments, was ihr so davon haltet. Für mich sieht das
eher nach Kiffen aus, weil er hat schon Kontrolle über seine Hand. Also es ist nicht, dass er nicht kontrolliert rumläuft. Also eher bekifft. Oder vielleicht sonst auf Drogen. Aber besoffen, ne? Weil besoffen würde er wahrscheinlich auch ein bisschen Bomben spielen. Dann wird er das Feuer. Ja. Das mal nicht. Also meine Frau sagt anmelden. Mal schauen, wie er sich geht. Vielleicht hat er ja plötzlich Cheats an, das kann ja auch noch sein. Ich weiß nur nicht, wie das funktioniert. Ich habe noch nie gecheatet im CS, ich kenne das nicht. Ich bin eher immer aufgeregt, über die wo cheatet. Aber zum Glück gibt es ja auch. Das ist mittlerweile auch nur so zum Stören. Kann man da raus bannen. Aber der kommt wahrscheinlich nicht zum. Also, das kommt für einen Ban über die Stören. Vielleicht eine Woche. Zwei Wochen. Fürs Cheaten kommt mir dann so Complete Ban über alles. Auch nicht gemeint. Aber fürs Stören, denke ich jetzt mal. Also, er ist kapiert. Er darf nicht mehr bekifft gehen. Danke. Okay. Also, das Spulen sind wir noch nicht voraus, wenn das lang ist. Ja? Incendiary out. Oh, ich sehe es so, er rennt rein, er rennt rein. Was? Laying down smoke. Jetzt schreibt er, oh, ich hab dich durch den Ding geschissen. Grenade out. Aha. Aber das ist jetzt schlecht. Also, vielleicht ist es Glück. Man kann ja mal Glück haben. Gut ist der nicht, oder? Aber das ist kein Wallhack, ich glaube nicht. Das ist einfach Glück, der Tank. Einfach mal drei Ballen. Ja, aber wieder dumm Glück. Folgt er dann, soll mit ihm mitspielen. Das Messer hat er sich um, gib noch ein Messer. Aber es ist nicht mehr die Ecke. Jedes Mal. Auch mit dem Ding, mit das letzte Game, glaube ich. Auch die mit der Pistole. Nur mit der Pistole sind zu mitlaufen. Nur die dumm. Dumm. Was ist das hier? Beide sind gleich gesehen. Okay, gut, gut. Gut. Ich habe mal auch eine andere Map. Ich spiele das sehr selten. Ich spiele gar nicht. Meistens Dust 2 oder Mirage. Aber auch nur wegen meiner Frau. Die spielen auch immer nur die zwei. Meistens Dust 2. Mirage ist nicht so geil. Gell? Das ist gut, hey. Keine Zinger. Radio kaputt. Besser als ich. In nächster Zeit. Mal. Deploying Flashbang. Flashbang. So, komm jetzt! Throwing a grenade. Mach etwas, dass wir dich melden können. Was? Bomb has been planted. Ja, das was sie da. Ja, ja, das was sie da redet. Ja. Das wird ja alles aufgenommen. Aha, ja, okay. Oh, nein. Ganz normal. Defusing the bomb. Leuk is dat er weer. Ja, gewoon, nee, sorry. Wieso mag je dat niet? Defusing. Lustig is dat. Defusing. Ik vind dat nog lustiger. Der is zeker op drogen, man. Der ja, leuk is zeker op drogen. Dumm, du. Oh my god. Ja. Gut, also klare Sache, um das meiner Frau noch schnell zeigen, ihr kennt es schon, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, wenn nicht, lese ich es noch schnell vor. Da wird erklärt, was genau jetzt beurteilt, also wie das abgeht. Wenn man nicht sicher ist und es wieder nochmal will anschauen, kann man da auf Urteil vertagen machen. Oder aber man tut jetzt da die ausfüllen. Außerordentliche Störung, Zielhilfe. Zielhilfe Aimbot, oder? Eine externe Software benutzt, um seine Zieleinheit zu verbessern. Überhaupt nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Du auch nicht, gell? Nein. Oder? Unzureichende Beweise, ganz einfach. Dann, außerordentliche Störung, Sichthilfe. Das heißt das sogenannte Wallhack.
Eine externe Software benutzte, um Informationen über den Standort seiner Gegner zu erlangen. Nein, außer das eine Mal, wo er da durchgeschossen hat durch die Garage, aber das ist jetzt einfach Glück, sagen wir mal. Andere externe Software als die oben aufgelistete benutzte, um einen Vorteil über seine Gegner zu erlangen. Also, was gibt es da? Genau, Speedhack oder so Sprungscripts oder Kamerasperspektive oder was gibt es da, glaubst du? So Ding, Rückstoß. Ah, nein, das ist da oben. Ja, haben wir jetzt auch nicht gesehen, weder noch. Geringfügige Störung, das ist aber genau das, was ich erklärt habe vorher. Spielbehinderung. Verhalten zeigen, das störend, unsportlich und oder unsozial war. Ja, da ist ein bisschen alles dabei gewesen. zusätzlich können wir da vielleicht noch hinein, er ist unter Drogen gewesen, garantiert. Das hat genau so ausgesehen. Wer auch immer das gewesen ist. Also, unser, nein, eben nicht zur Beweislage, eindeutig und ohne Zweifel, das können wir genau so abgeben. Und, oder? Meine Frau sagt genau das Gleiche. Urteil abgeben. Ja, schön, mit der Band für ein paar Tage. Vielleicht, wenn mehrere das gleiche Urteil haben. Ja, das wäre es mal gewesen. Vielleicht kommt ja dann noch etwas irgendeines, dann können wir gerne nochmal das miteinander anschauen. Ja, im Moment haben wir nichts. Ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Schaut, dass ihr das Video richtig durchschaut. Liket, wenn ihr Lust habt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt disliket. Und sonst könnt ihr ja sonst irgendwelche Comments hinschreiben, dass meine Stimme scheiße ist, dass mein Name scheiße ist, dass ich anders mit meiner Frau sollte umgehen. Oder ich weiß auch nicht, dass ihr mal aufs Schlägle wollt. Ja, könnt ihr auch sagen. Tschüss!